Wir machen weiter mit einer neuen Folge Resident Evil 2, das Remake. Megamäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. In der letzten Folge haben wir es gerade ins Raccoon City Police Department geschafft. Und nun führt uns unser Weg, ja, genau da rein, ins dunkle Loch. Keep out bedeutet für uns, wir gehen rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob irgendetwas anders ist bezüglich der One-Shot-Demo. Ob sie andere Zombies, mehrere Zombies, andere Gegenstände jetzt hier mit reingebracht haben. Aber eins weiß ich, es ist genauso finster. Okay. Wir werden uns genauso gründlich umsehen wie in der Demo. Denn ich will hier nichts liegen lassen. Ihr kennt mich mittlerweile. Wisst ihr was? Ah, ich komme nicht zurück. Verdammt, ich wollte den Schlüssel doch jetzt wegpacken. Missing. Die Tür ist zu. Warum ist hier eigentlich alles unter Wasser? Gut, kann man machen, muss man aber nicht. Du schaffst das. Wenn nicht wir, wer sonst, Leon? Schrank, da geht nix. Du bleibst liegen oder meinst du jetzt hier einen Off-Dancing-Move zu machen? Da liegt Munition. Machen wir Licht, dann fürchte ich mich nicht so sehr. Jo. Ich mach die Pistole rappelvoll. Das sieht sehr überschaubar aus. Voll die Einschusslöcher im Schrank. Das ist kein gutes Zeichen. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, warum hier überall Wasser ist. Die Toilette, Freunde. Die dreckige Toilette. Sie läuft doch über. Läuft aber schon ziemlich lange über. Das ist immer noch da. I like. Hier ging es übel ab. Hier brauchen wir einen Bolzenschneider für, gehe ich mal von aus. Schnell! Aufmachen! Ja, wenn wir eins wissen, du stirbst erst, wenn wir die Bude aufmachen. Und du? Nichts können wir dagegen machen. Er wird aufstehen, so viel ist sicher. Ich hol sie raus! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Ich halte ihn! Ach du Scheiße! Okay.
Lecker wie vom Bäcker. Genau, da halten wir den Weg. Drei Embleme in die Statue, im Aufzug irgendwie runter, durch ein Fragezeichen, Parking Area und dann raus. Ach, schaut mal, jetzt kann man das auch erkennen. Da können wir uns das Emblem vom Löwen mitnehmen. Löwe, Zweig, Vogel. Diesmal mache ich aber nicht den Fehler, mein Freund. Dieses Mal nicht. Komm reingewackelt. Kollege, Mütze fliegt weg. Da sackt er zusammen wie ein Sack Mehl. Tschüss, du Vollidiot. Wo kommen die eigentlich her? Och nee! Was zum? Die Rübe ist weg. Holzbretter! Mitnehmen! Und? Munition! Jetzt aber weg hier! Weg hier! Geil, das habe ich in der Demo gar nicht mitbekommen. Da war ich so in Panik. Aber wir werden sowieso noch ein paar Mal durch diese Gänge stratzen. Wir kennen es ja. Resident Evil Light halt. Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Kampfmesser. Alles klar, das kennen wir auch. Das Ding kann kaputt gehen. Packen wir uns hier rein. Drei Medaillons finden. Eins holen wir uns schon. Oben beim Löwen. Was war das? Löwe, Astvogel oder sowas, ne? Perfekt. Gut, das kennen wir alles. Untersuchen wir das mal. Weil in manchen Objekten sind ja geheime Botschaften, Zahlen, Codes manchmal irgendwie versteckt. Aber hier nicht. Gut. Gehen wir zur Kiste.
Dann stratzen wir auch schon weiter. Den packen wir rein. Den packen wir rein. Das packen wir dahin. Ach komm, das packen wir auch weg. Die Bretter nehmen wir mit. Und wer nicht im Kopf hat, hat es in den Beine. Das Medaillon können wir natürlich hier schon reinflacken. Dann haben wir es nämlich aus dem Inventar. Und wir haben einen Slot also mehr. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Ich arbeite daran. Man hätte der das Klebeband nicht einfach abknibbeln können? So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Er hätte, aber er wollte nicht. Sehr schön. Ich gehe nochmal an die Kiste. Also das kann durchaus passieren, dass ich hier öfter mal an die Kiste schrabbel, weil ich brauche Slots frei. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde jetzt in der nächsten Zeit noch kein Kraut benötigen. Traue ich mir jetzt einfach mal so zu. Von daher bin ich froh über jeden Itemplatz, den wir hier frei haben. Dunkel, schön. Officer? Landung am RP. Ich wiederhole. Landung in 5 Minuten. Ach, verflucht. Sauber den Kieferknochen durchtrennt. Was? Wir wissen alle, was das für Wesen sind, die diese Verletzung hervorrufen. Es könnte ein Licker sein. Ach, warum nicht? Nageln wir es zu, oder? Jedes Fenster, was zu ist, ist eine Gefahr weniger. Der lutscht immer noch am Rohr. Ach, Jemine! Oh, die Rübe ist durch. Kreuz. Da sind Kratzspuren. Definitiv Licker. Oder eine andere, größere Mutation. Will ich nicht abstreiten. Hätten wir lieber das Fenster zumachen sollen? Bitch. Ach, komm schon. Vier Headies. Bleib liegen. Okay. Mir leuchten sofort die Patronen ins Auge. Alles klar. Hier haben wir soweit alles, so wie es aussieht. Ne, hier noch. Ereignisbericht. Aufgrund des enormen Stresses. Naja, ich denke auch, dass das nicht stressfrei ist da gerade. David. Nice.
Bolzenschneider. Der dreckige Bolzenschneider fehlt uns noch. Na dann. Hatte der Munition? Stand der auf? Dann wecken wir ihn auch nicht. Schlafende Zombies soll man nicht wecken. Den räudigen Fettsack, den holen wir uns weg. Dann haben wir das Gesicht weggeschossen. Batz! Nur nicht in Panik verfallen. Drei Schuss in die Fresse, Junge, und dann fliegt die Fresse weg. Was gab es denn hier Leckeres? Chipse. Was mit dir hier, Schnürschuh? Es war doch klar. Guten Morgen. Lächeln. Hier kommt das Vögelchen. Der lebt eh noch. Hundertprozentig. Aber solange er Haier macht... Okay. Dann lassen wir ihn auch Haier machen. Was ist hier? Ah ja, jetzt kommen wir hier rein. In der Demo sind wir hier nicht reingekommen. Schließfach-Terminal-Notiz. Wir müssen es reparieren. Da fehlen zwei Zahlen. Die 2 und die 3. Die 2 und die 3. Was ist denn das? Ich habe noch keine Ahnung, ob der das von draußen ist oder ob der Zombie hier drin ist. Frage ist beantwortet. Er will es lang und schmutzig. Dann kriegt der Kumpel einen voll verpoolt. Genauso. Gute Nacht. Mach die Tür von draußen zu, du Freak. Die 2 und die 3 fehlt. Also können wir die Sachen schon mal nicht mitnehmen hier. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Messer. Das wäre schon mal nice. 106. Geil. Und 109. Das können wir aufmachen. 106 und 109. Ich habe doch gerade hier schon wieder was gehört. Ist hier jemand auf der Seite? Nö. 106. Nice. Achso, zurück. Und 109. Läuft. Einen Film. Ich weiß auch schon, was wir damit machen müssen. Da hatte ich mich in der Demo gefragt, in dem Raum. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, heilige Scheiße! Fuck, wir brauchen eine Karte. Baby, lauf nicht zu weit. Papa kommt dich holen. Gut, 208. Shotgun-Munition, können wir nicht öffnen, die 2 fehlt. Und eine Tasche. Na klar, 2 und die 3. Na Logo. Ich habe nichts anderes erwartet. Du liegst im Weg rum, Kamerad. Gut. Terminal und jenes.
Hier müssen wir auch noch rein, ne? Ach, die Geschichte. Ich weiß, dass du aufstehst. Bam! Alter, was habe ich, eine Magnum oder was ist hier los? Tja, da sackst du zusammen. Das ist die Denkerposition. Ach, schönes Ding. Was haben wir hier Schönes? Schießpulver. I like, nehmen wir mit. Die Schießpulverbenutzung, genau. Pistolenmunition, Flintenmunition und die allzeit beliebte Magnum Moon. Okay, nee, läuft. Läuft, läuft, läuft. Ich habe ein wenig Respekt jetzt hier lang zu laufen. Wer bist du denn? Das ist doch ein Raccoon. Komm ich da mit dem Messer hin? Nee, den muss ich wegballern. Mein kleiner Freund, den haben wir. Erster Einsatz des Anfängers. Schreibtisch öffnen. Die Namen unserer Kollegen. Die Namen unserer Kollegen? Ach, hier stehen sie doch. Vornamen, ne? M. R. MRG. MR. Yes. Die andere Seite gucken wir auch sofort. Wer? Bam! Da fliegt die Rübe. Boah, ich liebe es, wie saftig die sind. D. Einsatzbericht. Wir müssen erst lesen. Elliot, leider hast du es nicht geschafft. Wir konnten nur die Hälfte von dir aus dem Tor ziehen. Okay, was war das jetzt hier? D. E. Was? N. D-E-N. Gib Papa was Gutes, gib Papa was Gutes. Magazin. Yay! Wir kombinieren aber noch nicht. Wenn das so ist, wie ich denke, dann ist, sobald wir das kombinieren, kriegen wir volle Munition. Wir ballern erst die Knarre leer. Hundertprozentig. Yes! Ey, wie geil ist das denn? Was mit den Spinden hier? Gucke mal! 3 Schuss? Na, warum auch nicht? Der Kleine macht ein wenig Haier. Ja. Also, Freunde. Ich kenne diese Kombination von dem Safe. Woher kenne ich die? Ein Kollege von mir hat mir die mir nichts, dir nichts an den Kopf geworfen. Ich weiß auch, was drin ist. Ich weiß auch, dass wir später die Kombination dieses Safes im Verlaufe des weiteren Spiels finden werden, auf jeden Fall. Deswegen werde ich den jetzt öffnen,
weil ein Gimmick drin ist, was uns sehr, sehr, ich sag einfach mal, die Arbeit erleichtert. Das war, wenn ich mich recht entsinne, 9 links, 15 rechts und 7 links. Yes. Perfekt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse. Ich wollte nicht gespoilert werden, aber es wäre jetzt wirklich total bekloppt gewesen, diese zwei Slots nicht mitzunehmen. Und naja, was soll ich sagen? Besser mehr tragen, wie später 5000 Mal zu Kisten hin und her rennen müssen. Das macht ja auch keinen Sinn. Super, Freunde. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge für heute. In der kommenden machen wir genau hier weiter und schauen einfach mal, wo wir dann rauskommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.